Moin Leute und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge sind wir hier nördlich oder nordöstlich von Uschütze unterwegs gewesen, genau hier oben, weil wir ja die Waldenser finden sollen für den Vikar. Ja, und wir sind, glaube ich, bis hier. Hier, glaube ich, war der Honig, ne? Genau, und hier interessanter Ort. Ich glaube, bis dahin ganz gut unterwegs gewesen. Tja, und jetzt hier irgendwo muss es sein. Ich wollte eigentlich offscreen noch mal gucken. Hab's aber leider nicht geschafft. Wir schauen noch mal rein. So, tausendköpfige Meute. Ich wandelte weiter und da erhoben sich plötzlich, das könnte halt diese eingestürzte Brücke da sein. Kiefer des Giganten aus dem Boden. Kiefer des Giganten aus dem Boden. Also lief ich in des Biestes Schlund und an der Straße sah ich die Wunde. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten her, füllte meinen Bauch. Weinende Witwen und so. Ich weiß nicht, ich würde jetzt fast noch mal hier runterreiten. So ein bisschen querfeldein. Vielleicht sind mit Giganten auch Bäume gemeint, wäre mir jetzt noch eingefallen. Oder eventuell sogar hier diese Heuballen hier. Weil da hinten ist wieder der Fischer. Hier komme ich ja nicht rein, ne? Ich steig mal ab, vielleicht geht das zu Fuß oder so. Ich hoffe, dass das halt irgendwie dann angezeigt wird. Na gut, hier wären so eine Bäume, das könnten vielleicht diese Giganten sein. Hier bin ich wohl richtig. Oh, Leute, geil. Wir haben den gefunden. Das ist tatsächlich richtig gewesen mit den Bäumen, was ich meinte. Ach, guck mal, hier ist so eine Trauerweide. Das könnte, wartet mal. Das könnte eventuell sogar... Stand da nicht irgendwas mit... Ach nee, weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen, sie ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Weinende Witwen. Ja, das könnten auch die Trauerweiden sein. Ah, hier steht nur eine. Aber die spendet auch Schatten. Ah, wir gucken uns mal hier in Ruhe um. Ah, ist gut versteckt hier, ne? Guck mal, da ist noch eine Truhe. Holen wir uns gleich. Aber ich glaube... hier im Gebüsch, glaube ich, wird eher nichts sein. Oh. Naja, immerhin ein paar Groschen. Bisschen Wollstoff. Guck mal hier. Ein paar Kerzen und so. Hier setzen. Ach, guck mal, hier ist... Ach, guck mal hier, hölzernes Kreuz. Ein schönes, handgeschnitztes Kreuz. Jemand aus dem Dorf könnte es kennen. Okay, alles klar. Ich dachte eigentlich, hier kann man sich auch raufsetzen, aber finde heraus, wem das Kreuz vom Treffpunkt der Ketzer gehört. Naja, ob das wirklich Ketzer sind, das fragt sich auch noch, ne? Ich guck mal, ob ich eventuell noch ein Buch habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe die alle gelesen.
Okay, ja, dann waren wir ja doch noch erfolgreich. Ja gut, das mit den Giganten, ja jetzt so im Nachhinein, wenn man es weiß, so Bäume und Giganten, jo, macht dann schon irgendwie Sinn. Aber ja, das ist ja auch so versteckt hier, hier geht ja gar kein Weg richtig rein. Also, puh. Da läuft einer. Oha, ja, das muss man wissen auf jeden Fall. Oder ist, ja gut, hier ist ein Weg, aber ich überlege gerade. Na gut, hier sind auch so eine Heuballen, ne? Boah, schwierig. Ach doch, hier ist doch ein Weg rein. Ach Mensch, ich trottel, den habe ich eben nicht gesehen. Ja gut, okay, denn... Ja, vielleicht, wenn man hier vorbeikommt, aber... Das war jetzt schon ziemlicher Zufall. Oh, ein Wanderer. Ich kann mit denen auch nicht reden, aber immerhin laufen die jetzt nicht mehr weg. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt erstmal sowieso wieder zum Dorf zurück. Ja, ich habe das gesehen hier auf der Map, das ist der Fischer, der Aktivitätengeber. Aber ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich jetzt erstmal Quests abarbeiten will, bevor ich mir neue anlache. Und daran will ich mich auch möglichst halten. Und deswegen belasse ich das dabei. Puh, also das war schwer, das Rätsel, muss ich sagen. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich da bei den Bäumen geguckt habe. Also das erste hier mit dem, mit dieser Brücke da oder mit diesem, mit dieser Ruine, das ging. Das ging noch. Und hier mit den Bienenstöcken, aber... Ja. Aber, oh, neue Stufe reiten. Aber das andere so... Oh. Pass doch auf, du Trampel. Herrlich. Ja, wir können vielleicht auch mal Godwin fragen, ne? Alter, der scheiß Gaul, ey. Der uns abgeworfen jetzt? Hammer, Alter. Ich frag mal bei der Schenke. Da rennen ja immer relativ viele Leute rum. Oder der Wirt. Es ehrt mich, dass ein... Das Kreuz. Ich suche nach dem Besitzer dieses Kreuzes. Weißt du zufällig, wem es gehört? Nein, weiß ich nicht. Aber frag doch den Pfarrer. Siehste? Er segnet alle Kreuze im Dorf. Danke, werde ich tun. Hatte ich mit Pater Godwin doch gar nicht so einen... Gott behüte dich. ...schlechten Riecher. Oder bin ich da an dem Karren hängen geblieben? Aber ich meine, so... Naja, kann auch sein. Ich bin schon nah auf jeden Fall dran vorbeigeritten. Warte mal. Der hat doch auch einen Sattel, ne? Der Fertigkeit machen wir gleich. Ah, nee, das hat noch 100. Die Schabracke. Wartet mal. Ich will mal versuchen, ob ich das... Ne, ich kann die, kann ich auf jeden Fall nicht, reparieren. Okay, schade. Gut, Fertigkeiten, so reiten. Da haben wir aufgestacheltes Pferd. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller wetterfühlig. Fühlig, dein Pferd scheut allgemein etwas weniger, bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Ritter, im berittenen Kampf erhältst du sowohl mit Nahkampf- als auch mit Fernkampfwaffen einen Schadensbonus in Höhe von 15%. Oh, dein Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, außer es wird angegriffen.
kommt danach. Dein Pferd wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Rennpferd. Ah, okay, das können wir ja nicht. Oh, dann ist das gar nicht mehr so viel. 1, 2, 3, 4 Sachen noch und Pferdeflüsterer. Ja, was nehmen wir denn da? Also das wüsste ich jetzt nicht, dass ich das schon mal hatte, dass mich das Pferd abgeworfen hat. Wir können ja mal Ritter machen, obwohl ich das ja auch noch nicht verwendet habe. Ja. Gut, Pater Godwin. Schön, dich zu sehen. Ja, grüß dich, ne? Die Leute im Dorf sagen, du würdest die Kreuze in ihren Häusern segnen. In der Tat. Weshalb fragst du, Heinrich? Ich habe mich nur gefragt, ob du dich erinnerst, wem dieses Kreuz gehört. Mag sein. Aber vielleicht will ich es nicht sagen. Warum? Die Leute sagen, du hast dich mit dem Vikar unterhalten. Sie haben Angst, dass Herr Hanusch dich geschickt hat, ihm zu helfen. Oh Gott, was sag ich denn jetzt? Ich meine, das stimmt ja auch, aber... Ganz so ist es nicht. Und wie dann? Okay. Herr Hanusch hat mich beauftragt, herauszufinden, was er will. Und ihn, wenn möglich, loszuwerden. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Aber ich würde es dennoch begrüßen, wenn am Ende niemand verbrannt wird. Ja, ich auch. Ich doch auch. Gut, das zu hören. Wo hast du das Kreuz gefunden? Wie wäre es mit einem Handel? Ich sage dir, wo ich es her habe, und du mir, wem es gehört. Also gut, sag's mir. Ich habe es aus dem Wald. Sah aus wie ein Treffpunkt. Da waren auch andere Dinge. Kerzen, Leinen und so weiter. Aha. Das sieht wirklich so aus, als... Als hätte der Vikar recht, hier zu suchen. Es hat mich auch überrascht. Also, wem gehört es? Das Kreuz gehört den Bauers, das weiß ich sicher. Aber das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Wenn sie wirklich Ketzer sind... Was willst du unternehmen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde alles tun, um eine Hexenjagd hier zu verhindern. Ich verstehe. Herr Hanusch wäre wohl auch nicht erfreut. Gut, dass wir da alle einer Meinung sind. Die Frage ist, was wir unternehmen können. Der Vikar wird nicht aufgeben, ehe er hat, was er will. Weißt du was, mein Junge? Bevor wir irgendetwas unternehmen, sollten wir prüfen, ob es hier wirklich Ketzer gibt. Was schlägst du vor? Ganz einfach. Hör dir an, wie sie ihre Gebete sprechen. Wofür soll das gut sein? Die Gebete sind allen Christen heilig, ob Ketzer oder nicht. Aber wenn sie Ketzer sind, werden sie anders beten. Und wie soll ich erkennen, dass ihre Gebete anders sind? Weißt du etwa nicht, wie wahre Christen beten? Doch schon. Soll ich sie beim Beten belauschen? Mich fast wie in den Nesseln gesetzt. Sie werden in der Kirche nicht ketzerisch beten. Gewiss nicht. In der Kirche werden sie wie gewohnt beten. Aber zu Hause ist das etwas ganz anderes. Ja, also zu Hause auflauern. Ich weiß, dass sie sich abends auf dem Hof mit allen Arbeitern treffen. Da werden sie bestimmt beten. Aber wie soll ich sie dabei belauschen? Ich weiß nicht. Hock dich unters Fenster, klettere auf den Dachboden. Dort wirst du alles hören, was im Hauptraum gesagt wird. Ah, die Bauers. Was weißt du über die Bauers? Nun, da ich darüber nachdenke, sie sind etwas sonderbar. Wie meinst du das? Naja, sie bleiben eher unter sich. Sie wohnen zwar der Messe bei, aber danach gehen sie unverzüglich. Und ich habe sie nie bei einem Tanzvergnügen oder einem Fest gesehen. Andererseits geben sie den Bedürftigen im Dorf mehr Almosen als jeder andere. Das kann ich ihnen nicht sagen. Die sind sehr großzügig. Aha. Woher stammen die Bauers eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe mich nie viel mit ihnen unterhalten. Aber sie sind noch nicht lange hier. Nur 2 oder 3 Jahre. Okay. Und das Kreuz, als du es gesegnet hast, war das für die Bauers? Nein. Es gehörte der Familie, die vor ihnen auf dem Hof lebte. War eine traurige Geschichte. Naja, gut, wir erledigen das. Finde heraus, wem das Kreuz vom Treffpunkt... Ja, das wissen wir ja jetzt.
Hof der Bauer steht unter Verdacht, berichte es dem Vikani. Schleich dich auf das Grundstück der Bauers, bla. Waldenser. Ja, optional. Das mache ich nicht. Den will ich ja loswerden. Der ist ja eh so unangenehm. Schleich dich auf das Grundstück und lausche dem abendlichen Gebet. Okay, ja, das könnten wir vielleicht noch schaffen. Wo wohnt? Nee, das sind hier die Alten. Was ist das? Ah, das schaffen wir nicht, da sie wohnen zu weit weg. Scheiße, das ist echt weit. Da müssen wir... Ich kann es versuchen, Leute, aber abendliches Gebet ist bestimmt 18 Uhr oder so. Ja. Das ist echt weit. Also zumindest sah das jetzt sehr weit aus. Ich kann das immer noch nicht so richtig einschätzen, wie das mit dem Reiten ist und so weiter. Übrigens, herzlichen Dank wieder für eure lieben Kommentare. Ich habe die auch wieder alle gelesen. Waren auch wieder einige Tipps dabei. Sehr schön. Ah, die müssen hier hoch, glaube ich. Hier waren wir nämlich noch nicht. Bildstock, genau. Gucken wir einmal kurz, ob das... Ja, haut ungefähr hin. Ich reite schon mal so ein bisschen in die Richtung, um das ein bisschen abzukürzen. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass hier irgendwelche Spitzbuben kommen, um ehrlich zu sein. Ja, auch mega geil aus hier, so ein kleiner Tümpel. Das sieht gut aus. Das ist genau unsere Richtung hier. Ah, könnten wir es vielleicht doch noch schaffen. Ah, hier gibt es echt viel zu entdecken. Ich finde das richtig schön. Bisher so tipptopp, so gab erst einige Kleinigkeiten, wo ich sage, hätte nicht sein müssen, aber... Blut wird fließen. Das meine ich nämlich. Es ist nur einer. Es ist nur einer. So, du hast dich mit dem Falschen angelegt hier, Kollege. So. Ja, das Ding ist... Man kriegt da immer gar nicht so viel für, ne? Also da kriegt man ja immer nur einen Bruchteil von dem, was hier steht. Und dann lohnt sich das immer gar nicht so. Oh. Zu mir. Was ist mit dem Hund? Mit dem Hund ist irgendwas, wartet mal. Ungehorsamer Hund? Wieso? Der ist doch noch voll gehorsam.
Sieh mal, was ich für dich kann. Ja, das letzte Dörrfleisch. Dass man wieder ein bisschen Vertrauen bei ihm ganz gewinnt. Fein. Ja, ganz fein. Also der Hund hat uns echt schon richtig, richtig oft den Arsch gerettet. Wir haben auch einen neuen Spezialisierungspunkt bekommen. Hundeflüsterer. Süßes Hündchen. Das, glaube ich, hatte ich schon mal gelesen. Bonus von Charisma. Dein Hund ist ein Treuer. Wenn immer er wegläuft, erhält er sogleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Wachsamer Vierbeiner. Dein Hund knurrt, wenn sich in der näheren Umgebung Gegner aufhalten. Zähne und Krallen. Es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund bei deinen Gegnern eine Blutung verursacht. Ja, das nehmen wir mal. Hinterher. Such gibt's noch. Wachsame Vierbeiner. Ja, geil. Also das möchte ich auf jeden Fall auch alles machen. Da haben wir jetzt Stufe 10. Also bei Stufe 13 würden wir jetzt wieder was bekommen. Ja, da haben wir doch gleich noch einen Banditen erledigt. Denn wohnen die Bauers auch erstmal wieder in Ruhe hier. Das da oben ist bestimmt wieder ein interessanter Ort, ne? Naja. Sieht aus wie so eine Art Hügelgrab. Das ist... Ach, guck mal, das ist hier schon. Oder? Ich gerade über die Musik gewonnen. Die Radieschen wachsen prächtig. Aber irgendwas nagt an meinen Apfelbäumen. Was du nicht sagst. Etwa Würmer? Nein, nichts dergleichen. Die Blätter sind gelb und durchgerissen. Guck mal, da Gott oben hab Gnade. Ist der Dachboden. Noch sind die alle draußen. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, wenn ich da jetzt hingehe, wo die da stehen. Gucken, wenn die sich jetzt zerstreuen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ich denke mal, ich versuche das mal da, die Leiter hochzuklettern, weil er hat ja gesagt, entweder unterm Fenster oder der Dachboden. Ist da jemand? Oh, die kommen gleich. Oh, die sind aber wachsam. Oh nee, dann muss ich mich noch ausrüsten hier. Warte mal, Rüstung. Ich leg das mal alles ab hier. So. Oh, der steht da noch. Was war das? Boah, ne, diese dramatische Musik, das macht mich total fertig. Sind auch zu zweit da jetzt, ne? Okay, krass. Aber dadurch, dass das so gut bewacht ist, könnte ich mir fast vorstellen, dass wir da richtig sind. Die gehen. Die wollen reingehen. Okay, müssen wir uns beeilen. Von hier kann ich vielleicht lauschen.
Tipptopp, Leute, wir haben's. Das war das. Ah, okay, das wartet denn. Alles klar. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt verpassen wir das mit den alten Trullers in U-Schütze, ne? Mist, ey. Hoffentlich ist das keine zeitsensitive Quest, ey. Dann schlägt die jetzt wahrscheinlich fehl. Scheißdreck. Haha, wie er da sitzt in seinen Schlafklamotten, ey. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Amen. Amen. Sie haben den alten Wenzel heute zum Pfarrhaus gebracht. Sein Hof ist ganz in der Nähe. Ist nur eine Frage der Zeit, bis... Bis sie mich holen kommen. Ich weiß. Und was werden wir dagegen tun? Der Vikar lechzt nach Blut, der verdammte Hund. Er will dich unbedingt lebend. Ich habe nicht vor, irgendetwas deswegen zu tun. Ich werde nicht in meinem Glauben wanken oder ihm etwa abschwören. Meine Liebe, von was redest du da? Wenn sie mich holen kommen, werde ich mitgehen. Und ich werde nicht lügen. Ist das dein Ernst? Weißt du nicht, was sie mit dir machen werden? Ich kann es mir vorstellen. Aber ich bleibe standhaft. Gott, hab Gnade. Hab keine Angst. Ich werde mich Gottes Willen beugen. Und ich verurteile dich nicht, wenn du gehst. Ich bleib an deiner Seite. Obwohl es mir lieber wäre, wenn du es dir anders überlegst. Ich weiß. Und ihr habt keine Furcht, meine Christenbrüder. Bleibt Gottes Plan treu, so wie ich. Geht und verbreitet den wahren Glauben unter all den guten Leuten. Verzeih, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Esst euer Abendbrot und geht dann gleich wieder. Nicht, dass er schon bei Tagesanbruch kommt. Okay, aber ich finde, die haben jetzt nichts Schlimmes gesagt, irgendwie so Richtung Gotteslästerei oder so. Also finde ich jetzt nicht, dass die da... irgendwas Schlimmes gesagt haben. Also, keine Ahnung, das fand ich jetzt etwas befremdlich. Komisch. Na gut, okay. Dann aufsitzen, Peppels, und Fackel an. So, und jetzt muss ich querfeldein erstmal wieder. Ah, ich glaube, die alten Damen, warte mal. Ja, ich glaube, die sind schon weg, die alten Damen. Ich glaube, das können wir vergessen. Ich meine, ich kann es versuchen, aber... ich meine, jetzt ist ja schon Nacht und die haben, glaube ich, irgendwie gesagt, wenn Dämmerung ist, treffen die sich, glaube ich. Frag mich gerade, wer das so ist hier mit dem Schnaufen. Das muss ja Heinrich sein. Gucken mal. Ja, die Damen sind da noch bei dem Treffpunkt. Ich versuch das mal.
Ja. Vielleicht schaffen wir das noch. Ja. Die waren da gerade. Ich guck mal. Gut, das habe ich. Okay, das haben wir alles abgelegt. Ich will mal kurz gucken. So gezielt hat das noch. Die gehen schon wieder zurück, okay. Dann waren die schon im Wald. Ja, dann sind wir zu spät. Naja, habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich irgendwie 20 Uhr sein oder so. Ja, schade, denn es, ja. Weiß ich nicht, ob die Quest denn jetzt fehlschlägt oder so. Ich werde jetzt mal versuchen, Part der Godwin noch anzutreffen, aber selbst da könnten wir Pech haben. Weil es ist einfach halt mal 0 Uhr so. Und ja, ja, das ist halt spät, ne? Da gehen die halt auch schon alle pennen und so. Selbst der Würfelmann ist nicht mehr da. Ja, Godwin ist auch pennen. Na gut, dann ist das so, dann können wir jetzt nichts machen. Dann gehe ich auch schlafen. Und dann würde ich sagen, ja, beende ich auch die Folge hier, weil, ja. Ah, jetzt habe ich nur, okay. Na egal, dann beende ich hier auch die Folge, das passt dann eigentlich ganz gut und... Dann müssen wir auch mal wieder was essen. Mal sehen. 6 Stunden, ja, das ist eigentlich viel zu viel. Weil wir haben noch Energie ziemlich viel gehabt. Aber wie gesagt, um 4 oder so brauche ich auch nicht losziehen. Dann pennen die ja auch noch alle. Und dann werde ich mich gleich mal um Essen und so kümmern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Denke mal, das ist ein ganz guter Plan. Ich gucke jetzt nur gleich noch einmal, das können wir ja sonst eben zusammen machen, mit dem Questlog von den Trullers da, ob das jetzt fehlgeschlagen ist oder ob wir das vielleicht, ob man da irgendwie so und so viele Versuche hat. Da pennt auch einer auf jeden Fall. Hier auch. Jo, moin. So, bisschen was gegessen. Sattheit 69. Das geht, ich frag mich, warte mal, kann man den... Boah, ich fress den jetzt mal auf. Okay, gut. Guten Morgen. So. Questlog. Nee. Die Frauen gehen in der Nacht irgendwo hin in den Wald. Ich werde ihnen folgen und herausfinden, was sie dort treiben. Nee, ist nicht fehlgeschlagen. Haben wir also heute Nacht dann noch eine Chance? Sehr gut. Aber wie gesagt, jetzt über Tag machen wir erstmal mit dem Godwin und dem Vikar weiter. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.